Yeah, YouTube, was geht ab? Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Und zwar geht es heute um die Arctic 50 Eisgletscher. Geiles Snipergewehr, nicht nur weil es richtig geil aussieht und auch das Handling wirklich toll ist. Meiner Meinung nach hat diese Gun die Locus Cosmos einfach stehen gelassen. Locus Cosmos könntet ihr in meinem vorherigen Video sehen, bin ich einfach nicht begeistert. Es ist meiner Meinung nach nicht die beste Sniper. Da können diese Snipers, obwohl sie keinen legendären Schaden haben und nicht so teuer sind, eindeutig viel mehr mithalten. Ja, und ob ihr so viel Kohle, wie gesagt, für so eine Waffe ausgeben wollt, das ist natürlich euch überlassen, aber es ist totaler Humbug. Ne? Ja, heute spiele ich mit euch auf jeden Fall mit der Arctic 50 Ice. Ich zeige euch ein paar Szenen mit dieser Waffe und dann könnt ihr entscheiden, die ist geil oder nein. Das mal. Ich will nicht noch mehr Kohle ausgeben, obwohl sie im Battle Pass mit drin steckt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, den Battle Pass für einen 10er Season 2 ist nicht schlecht, Leute. Da könnt ihr gerne zugreifen. Nicht nur, weil ihr auch jede Menge Points bekommt. Da stecken jede Menge Waffen drinnen. Und eine legendäre ist mit dabei. Die M4 Nahkampf. Ja. Ach, lila Geld, oh mein Gott, was soll man dazu sagen? Die M4 könnt ihr auf jeden Fall auch in meinen vorherigen Videos reinziehen, da könnt ihr euch auch anschauen. Ich bleibe für euch natürlich immer auf dem Laufenden, mache für euch alle Kisten auf. Ich sammle natürlich auch alle meine Kisten immer recht fleißig, damit wir sie schön immer live dienstags und freitags dann zusammen öffnen können, damit ihr seht, was für ein Schrott da drin. Und ich weiß nicht, in wie vielen YouTube-Videos ich schon Kisten ausgepackt habe und noch nichts wirklich Sinnvolles drinnen gewesen. Also Leute, checkt mein Channel vielleicht ab. In dem Sinne würde ich mich freuen, wenn ihr meinen YouTube-Channel abonniert, Leute, und vielleicht sogar einen Daumen nach oben setzt. Hier ist euer Joe's Goes Up. Und auf meinen Discord-Server würde ich natürlich auch gleich aufmerksam machen, Leute. Den packe ich euch unten in die Kommentare mit rein, wenn ihr dazu joinen wollt. Hier ist die persönliche Einladung. Gerne, jederzeit. In diesem Server befinden sich jede Menge tolle Leute, die ich persönlich auch schon kennengelernt habe und ein bisschen gesprochen habe und mit denen ich auch schon gespielt habe und muss sagen, es ist ein Top-Server. Ich bin so stolz auf diesen Server. Er läuft so gut und ich habe schon so viele Leute kennengelernt und richtig coole Leute kennengelernt. Und vielleicht checkt ihn einfach mal ab. Ich quatsch jetzt nicht mehr so viel. Ich würde sagen, fangen wir einfach mal an. And let's go! Woo! Gute Laune muss sein, oder? Was ist denn los?
krasse Runde, oder? So muss es laufen, Leute. So macht das Ganze Spaß. Weil ich halt einfach bei denen im Spawn drüben und die laufen einfach alle geradeaus. Wie geil. Also das war jetzt eine krasse Runde. Hey, die Arctic 50 Ice, die geht ab wie Schmidts Katze, Leute. Komm, komm. Ich weiß, ich bewege mich jetzt ein Millimeter und dann kommt er raus. Ich kenne das, ich kenne das, ich kenne das, ich kenne das. Ach, komm, Scheiße. Drei! Drei Schüsse! Drei! Ah, Arctic 50 Ice. Ich kann nur sagen, die Arctic 50 Ice ist geil. Also mir taugt die Waffe, die ist mega, 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 mega.
Weit geschafft, Alter. Habt ihr das gesehen, Alter? Hat er gedacht, er kriegt mich, Alter. Geile Nummer, geile Nummer. Und da bin ich runtergesprungen, habt ihr gesehen? Geil. Einfach zu geil. Wow, cool. Genau deswegen habe ich es gelassen. Ich finde das. Ja, yeah, YouTube. Und was haltet ihr von dieser Waffe? Also, ich mag sie. Mit der kann man spielen. Und für das, dass sie für einen 10er im Battle Pass mit dabei ist, absolut kein Problem. Ist das schon okay? Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr konntet sie wenigstens ein bisschen anschauen, die Gun. Und in dem Sinne würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr den Channel abonniert und vielleicht sogar einen Daumen nach oben setzt. Leute, richtig, richtig cool. Ich bleibe für euch immer auf den Laufenden. Wie gesagt, dienstags, freitags ab 18 Uhr sind wir immer live. Da zocke ich mit euch live Call of Duty. BR, MS, alles mögliche querbeet durch. Und was mein Hauptziel ist, 100 Gamer auf einem Haufen in Battle Royale ohne Bots, sondern 100 Spieler, also du und du mit in dem Match und wir zocken alle gemeinsam ohne Bots. 100 Gamer, das wird geil. Und wir haben ja auch schon große Runden gehabt und es ist eine coole Atmosphäre. Es macht auf jeden Fall mehr Spaß. Und wie gesagt, auf dem Discord-Server könnt ihr dann natürlich auch live miteinander chatten, ohne dass irgendwie die Verbindung abbricht oder sonst irgendwas. Das wurde natürlich alles schon geguckt und geregelt. Da könnt ihr dann 100 Gamer auf einem Haufen euch austoben, Leute, und Gummi geben. Jawohl, ich freue mich in dem Sinne. Ich sage Grüße an euch, wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns bald wieder zu einem meiner neuen Videos. Call of Duty Mobile. Leute, peace. In dem Sinne.